Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Rising Lords. Ja, greif du mich nur an, du Arsch. Ich habe das letzte Mal gedacht, oh, das schaffen wir alles mit links, aber dann haben wir es nicht mal mit rechts geschafft. Ja, so ist es nun mal. Schwertkämpfer habe ich mittlerweile dazu, das ist gut, vielleicht. Ja, ich brauche erstmal neue Leute, jetzt erinnere ich mich. Yay, die Partei der Biertrinker ist da. Rüstung. Schwerter. Du bist hier mit. Von dir. Kaufen einfach mal ein bisschen was an Eisen noch. Oh ja, jetzt habe ich einen hohen Verbrauch an Eisen. Getreide sieht soweit gut aus. Ich kaufe erstmal so. Das heißt, ich kaufe mal ein Getreide, das passt so. Warten wir einfach mal ab. Angreifen wird er uns nicht. Ich vermute mal, die anderen werden jetzt eine riesen fette Armee langsam aufheben und da soll ich vorbereitet sein. Hatte ich dreifache Ration. Warum ist die Gesundheit eigentlich immer so schlecht? Warum sinkt die so stark? 75 dazu. Ja. Ja, für dich hätte ich gerne noch ein paar neue. Ihr solltet mehr werden. Da sind auf jeden Fall erstmal die zusätzliche Bevölkerung wieder weg. Ich wollte gerade fragen, wo ich die Speere her habe, aber die habe ich von den Kämpfen natürlich. Ja, wenn du mich doch nur angreifen würdest. Ich hätte gerne erst wieder so um die 1000, vorher greife ich nicht an. Aber jetzt gerade greife ich so nicht an. Hoffen wir, dass keiner verschwindet jetzt. Obwohl, ich will eigentlich mehr Bevölkerung haben tatsächlich. Ich brauche die ja. Mehr Schwertis. Rüstung entstehen, das ist gut. Grün ist bei Lila drin, aber die machen halt auch nichts. Ich verstehe halt das System von denen nicht, was die vorhaben. Die müssen ja irgendein Ziel verfolgen, aber vielleicht auch nicht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. So, wieder das ganze Getreide kaufen. Stein habe ich eigentlich genug. Könnt ihr überlegen, hier noch ein paar Schwerter herzustellen. Mal sehen, wie sich die Bevölkerung entwickelt. Ist ein bisschen gestiegen. Oh, super. Reiche Ernte gefällt mir. Wie haben wir denn jetzt? 200 Schwertkämpfer und ein paar hundert andere Einheiten. Ich überlege, ob ich gerade wieder auf Bogen... Ne, ich lasse die erstmal so, wie sie sind. Ich
Und da will ich gleich nochmal angreifen. Also da kann ja auch nicht ewig Truppen rausziehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Halt. Ich will jetzt eigentlich nur nochmal eine Aufnahme machen, obwohl ich morgen eigentlich arbeiten müsste, aber ich will halt einfach, weil ich morgen einen bestimmten schlimmer Tag werde. Ich hoffe, dass alles gut geht, aber ich habe halt morgen meine erste größere Zertifizierung. Und wenn es wegen mir schief geht, ich weiß nicht, wie mein Chef reagiert. Naja, ich habe gemacht, was ich konnte. Ich weiß nicht, ob ich in irgendeinem Let's Play schon mal drüber geredet. Ich habe halt gemacht, was ich konnte. Ich weiß halt nur nicht, ob das reicht. Ich habe auch immer das Problem, ich denke, egal, wenn was schief geht, habe ich immer das Gefühl, dass es an mir liegt. Das ist ein ganz großes Problem bei mir. Hier ist ein Hügel, da hätte ich dich gern drauf. Okay, die sind auf offenem Feld. Ah ja. Wir haben einen Vorteil, wir stehen im Wald. Ah ja, okay. Den wollte ich tatsächlich wegholen. Ich habe schon damit gerechnet. Damit oder mit noch ein paar Wiese? Ach nö. Die haben schon aufgegeben, oder? Jep. Das war echt okay. Bin mal gespannt, wie sich das alles noch entwickelt. Der wird jetzt ordentlich Einheiten holen, garantiert. Ich müsste wirklich die Gesundheit irgendwie verbessern können. Ist echt ein bisschen doof, dass die Gesundheit dann immer mehr leidet. Weil dann erreicht man irgendwann eine maximale Stadtgröße aufgrund allein der Gesundheit. Und das finde ich doof. Gerüchte über Brände, das ergibt gar keinen Sinn. Viel. Der hat auf jeden Fall jetzt ausgebildet gerade. Wenn es drauf ankommt, bildet er sofort aus. Also da ist er echt, echt heftig. Und ich wollte doch eigentlich mal nach Norden gehen, fällt mir gerade so auf. Ich brauche wirklich eine gigantische Armee, um den so spontan vernichten zu können. Ah, du meine Güte. Ah. Habe ich hier irgendwo eine Erhöhung, von der aus ich kämpfen könnte? Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Sieht schon mal gar nicht gut aus. Gar nicht schlecht aus. Problem ist halt wieder, die werden uns erstmal zusammensägen dürfen, bevor wir überhaupt irgendwas machen können. Die kriegen gleich Schilde hoch da unten. Oh, die sind glaube ich schon Bauernstufe 2. Ja. Sind die gerade in ihre eigene Falle gerannt, die Idioten? Ich glaube nämlich schon. Die sind gerade ernsthaft in ihre eigene Falle gerannt. Mal, ob ich die wegholzen kann, das wäre gut. So. Als erstes hätte ich hier mal... Ich krieg erstmal Schilde hoch. Die könnte ich vernichten. Dann... Initiative wäre nicht schlecht. Wer sind von denen zuerst dran? Die Bauern werden nicht angreifen. Die Bogenschützen will ich eigentlich nicht.
Ihr kriegt mal die Täuschung. Das wird euch eine Lehre sein. Warum treffe ich die nicht richtig? Schieß einfach. So. Und die komme ich leider nicht ran. Ich mache mal eine Einheit von denen weg, obwohl... Doch, ich will die weg haben. Das kratzt auf jeden Fall ihre Moral. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Das auch nicht. Weil ich habe doch eine Initiative gestartet. Oh, da können sie hinschießen, okay. Ihr schießt wahrscheinlich auf die hier. Allerdings werde ich euch nicht gleich holen. Da könnt ihr aber einen drauf lassen. Der könnte... Der verteidigt sich, okay. Ihr Bogenschützen seid jetzt sowas von Hühnerfutter. Feuer frei! Naja, dann werden sie jetzt erstmal auf die schießen. Die Bogenschützen hier oben sind tot. Garantiert. Die zweite Bogenschützentruppe kriege ich auch. Okay. Ich überlege noch gerade, was schlauer wäre. Ob ich jetzt die hole? Weil ich glaube, die könnte ich mit den Armbrustschützen erwischen. Da er Schiss hat. Nee. Wir holen sie. Der will fliehen. Das gefällt mir nicht. Polly mag den Keks nämlich gar nicht. Haha. So. Die kann ich dann gleich holen. Die werden wahrscheinlich auch ein bisschen mitspielen wollen. Ah, erhöhte Position. Wenn du jetzt angreifst, war es das für dich. Wie kann ich die Mauer angreifen? Ich habe noch 5 Runden, das heißt, du wirst mir eher nicht entkommen. Schieß mal die mal weg. Schützt mich. Okay. Die haben auf jeden Fall Schilde heben. Aber es hat dich nicht gerettet. Also der General kann zu einer anderen Truppe gehen. Das war mir auch nicht bewusst. Also wenn es brenzlig wird und er steht bei einer anderen Truppe, dann rennt er darüber.
Das muss doch voll an der Moral knabbern. Wo genau stehe ich hier? Der Händler ist zwar da, aber es läuft gar nicht so schlecht. Wenn die Gesundheit der Stadt in den Keller geht, dann... Da kämpfe ich lieber selber, ich traue der KI nicht. Wir können jetzt aber gleich den ersten vernichten und dann könnte ich hier vielleicht sogar haufenweise Soldaten gleich ausbilden wieder. Okay, die Stadt gehört ja schon mir. Ja, dahin. Dann gibt es halt einen kleinen Stellungskrieg. Mal sehen, was kriegen wir jetzt? Genau das gleiche, glaube ich. Du wirst nicht viel machen, oder? Überraschenderweise doch. Warst du das schon? Jetzt wurde eure Armee ausradiert. Hauptsächlich verliere nichts. Ich finde es aber noch so traurig, dass die dass die Bauern eine Goldmünze geben. Ist das der Sold, den man denen klaut vielleicht? Okay, lösch mal bitte. Jetzt ist ja auch die Erntezeit. Das müssen wir auf jeden Fall noch abwarten. Also der hat seine Stadt überhaupt nicht gut ausgebaut, finde ich. Brauchen wir dreifache Ration, sonst nicht gut. Hier brauchen wir mal doppelte. ...300 Leute und ich habe 665. Ich sehe da deutliche Unterschiede. Hoffen wir, dass das Feuer sich nicht ausbreitet. So, die fangen jetzt wieder an. Das heißt, ich muss ja... Das Feuer sieht schlimmer aus. Ihr könnt von mir erst so weitermachen. Vielleicht geht man auf doppelte runter. Hier geht man auf normale Ration runter. Du hast nichts zu tun, hä? Das gefällt mir schon mal gar nicht. Eigentlich müsste ich dich hier reinstecken, damit wir Stein kriegen. Was gibt's hier eigentlich für Rohstoffe? Es gibt nur Holz. Das ist ein bisschen blöd. Der hat echt nur Holz, der hat keinen Stein und gar nichts. Wir gehen mal auf Rinder. Die gehen wir auch auf Rinder. Ich würde halt gerne Rinder anfangen hier. Dann kann ich nämlich deutlich mehr Leute... Oh toll, das ist niedergebrannt. Ah. Rinder. Kann ich auch jetzt... von Gostrin... Wie heißt denn die Stadt? Nach Lief. Wie viel geht? Könnt ihr wirklich 400 Rinder einfach so schicken? Da weiß ich lieber, bis ein Händler vorbeikommt. Ihr braucht dringend mehr Leute hier. Ah, ich krieg Holz zurück, wenn ich das machen würde. Ihr könntet dann
irgendwas anderes hin. Ja, wenn die Stadtwache eigentlich nicht schlecht. Je nachdem kann ich ja dann andere Sachen bauen, Kapellen und sowas. Okay, hier muss ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachbessern. Da will ich aber wieder arbeiten. Ach, scheiße. Ja, scheiß mal jetzt einfach mal drauf. Bin mal gespannt, was viele. Die sehen stark. Ah, nee, das war das. Lassen wir mal noch. Wir hoffen jetzt einfach mal drauf, dass Grün nicht die. Warum rennt Grün bei Lila rum und Lila bei Grün? Das ist so doof. Viele? Einige. Naja, die könnte ich wahrscheinlich abwehren. Aber viele. Die sehen echt mächtig aus. Also der hat ja dreimal Kavallerie. Der hat zwar keine Fernkämpfer, aber ich habe auch keine Speerträger, wenn ich ehrlich bin. Ich brauche dringend mehr Leute. So, hier. Die sind am Produzieren. Ich brauche Eisen. Da ist Eisen. 1,8 an Eisen. Hier brauche ich wirklich mehr Leute, damit ich mit Rindern anfangen kann. Und vor allem brauche ich mehr Zufriedenheit. Oh, der hat eine gute Gesundheit jetzt. Ja, von oben kommen sie runter, aber von hier hauen sie ab. Hier ist ja 100, nicht wahr? Ja, aber die zahlen auch dreifachen Cent dafür. Gut. Das habe ich jetzt. Ach, okay, das ist ein Anzeigefehler, eindeutig. Und darf ich eigentlich nicht mehr davon haben? Ach, da ist das Geld schon weg. Aber das hilft tatsächlich der Bevölkerung hier. Recht gut sogar. Die ersten Rinder. Wir bleiben erstmal auf der Dreifachration. Ja. Ausbauen. Ich brauche Zufriedenheit. Und schon sind wir ja auch beim dreifachen 10. Und in ein paar Runden ist das ausreichend. Also wenn ich die Stadt hier wieder so weit habe, dass ich, wie ich sie gern hätte, dann läuft's auch. Hier haben aber deutlich Leute verloren. Was für ein Unterschied das macht, wenn man da schon mehrere Städte mit einmal managen muss. Vor allem, wenn man es darauf anlegt, dass die Bevölkerung möglichst groß wird.
So. Noch mehr Einwohner nach Möglichkeit. Jetzt kommt eh gleich eine große Ernte. Also wir haben eine mickrige Ernte gleich. Dann natürlich nicht. Sehr gut. Hier kann ich gleich Rinder holen. Wie steht's hier? Das sind zwei, die nichts machen. Die kommen, glaube ich, ganz gut klar. Passt, also wir sparen jetzt echt Getreide dadurch. Das ist bald fertig. Dann können wir hier hinten anfangen. Wir sparen halt für 500 Leute die Getreideration. Hier bleiben wir auf jeden Fall auf doppelten Rationen. Schön. Hier hätten wir jetzt ein richtig dickes Minus, aber das liegt auch daran, dass wir jetzt gerade im Winter haben. Das passt so. Ich will auf jeden Fall eine Riesenstadt erwirtschaften. Mehr Zufriedenheit ist schon mal ein guter Anfang. Wenn ihr die essen dürft, dann passt es wieder. Ja, jetzt geht's in die... An die Rohstoffe, das merkt man. Ein paar hiervon, ein paar hiervon. Gibt es eigentlich ein Maximum, was man an Geld zum Beispiel hat? Wahrscheinlich eher nicht. Schwert und Rüstung laufen gar nicht so schlecht. Was brauchen wir denn hier noch? Mehr Getreide. Wir bleiben mal hier auf den Doppelten. Das hier geht auch ganz gut, würde ich gerade sagen. Was mache ich mit euch am besten? Könnt ihr eigentlich noch. Ich müsste hier noch ein Gebäude bauen, ich weiß noch nicht was. Und dann hier vielleicht noch eine Schmiede. Minus 1000, aber dann kommt jetzt bald wieder was. Machen wir hier dann Gambisons draus am besten. Davon brauche ich eh wieder massig.